Also mir ging es richtig, richtig kacke während der Ausstrahlung. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar Romanzen. Also so. Vielleicht gucke ich da auch mal wieder rein. Ich war das TV-Püppchen, ich war das dumme Model. Und ich denke mir so, not bad, aber nicht in meinem Leben so. Hallo und herzlich willkommen zu Group Chat with Saro, meiner ersten eigenen YouTube-Talkshow, die hält, was sie verspricht. Wir haben spannende Gäste und Themen, über die selten so offen gesprochen wird. Ihr könnt euch das Ganze vorstellen wie eine private WhatsApp-Gruppe, wo man gerne mal reinschaut, würde, was Freunde unter sich eigentlich so miteinander schreiben. Heute geht es um das Thema Germany's Next Topmodel. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Staffel angeschaut und in den letzten Jahren hat sich auch viel verändert. Wir wollen wissen, wie ist es, dort zu sein? Was passiert danach? Oder macht man nur mit, um Influencer zu werden? Wir hören heute noch mal genauer hin und schauen, was unsere Gäste uns zu erzählen haben. Wir begrüßen unseren ersten Gast, und zwar die liebe Selma. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Woher kennt man dich vielleicht? Ich bin Selma. Man kennt mich aus der letzten GNTM-Staffel, denke ich mal. Da hatte ich noch pinke Haare. Ich war die mit dem krassen Umstyling. Und genau, und jetzt bin ich hauptsächlich ja als Influencerin aktiv. Und haben die dir die pinken Haare verpasst? Ja. Weil sie gesagt haben, passt zu deinem Hautton, oder? Ja, ja. Okay. Ich hatte, also es gibt ja immer so eine, die immer so das krasseste Umstyling hatte, und das war ich in und meiner du Staffel. Hattest das Glück. Ja. Nee, aber ich fand es echt cool. Also ich habe es richtig gefühlt, aber jetzt bin ich back to brown und genau, und daher kennt man mich, denke ich mal. Wir starten gleich mal mit einer Frage, die mich interessiert. Mhm. Mit den pinken Haaren, als du dann rausgekommen bist bei Germany's Next Topmodel, hast du Modeljobs bekommen oder war das dann eher so, dass man gesagt hat, schwierig? Also ich muss sagen, dadurch, dass es halt so mein Look war, also man hat mich irgendwie mit diesen pinken Haaren dann so verbunden während der Staffel, kam das ziemlich gut bei den Kunden an. Also ich bin wirklich das erste Mal, also ich glaube, ich bin raus und direkt war eigentlich Berlin Fashion Week und wurde ich von 3 Designern gebucht. Ich glaube, weil die gerade meinen Look so cool fanden mit den pinken Haaren. Das hat irgendwie gut zu den Kollektionen gepasst, das war richtig cool. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Jobs bekommen, gerade wegen den pinken Haaren, aber natürlich gab es auch Modelagenturen, die dann zu mir meinten, ey, damit wirst du nicht arbeiten können. Und ja, das ist nicht so das, was man in der Modebranche eigentlich sucht. Bist du jetzt noch im Modelbereich oder hast du aufgehört? Also mein Ziel war es, nach GNTM auf jeden Fall weiterhin zu modeln. Und ich wusste, okay, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das ist meine große Leidenschaft. Und ja, dann aber kam so diese ganze Welle mit GNTM und mit der Reichweite. Und dann habe ich mich erstmal nach der Show, würde ich sagen, mehr auf Social Media konzentriert. Einfach, weil ich da nicht so krass diesen psychischen Druck hatte wie beim Modeln. Und deswegen habe ich mich darauf fokussiert, habe damit dann erstmal mein Geld verdient, auch immerhin hier und da mal wieder kleine Modeljobs gemacht, aber ich bin nicht direkt in eine Agentur gegangen, weil ich wusste, okay, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Pause, muss drüber nachdenken, wie das jetzt für mich weitergehen soll, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt weitergehen wird, auch mit dem Modeln und dass ich mich deshalb wieder die braunen Haare? Genau. Okay. Ja, deswegen. Ja. Okay, wir gehen da später nochmal genauer drauf ein, aber wir begrüßen unseren nächsten Gast, und zwar die liebe Lena. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Ich nehme es einfach mal vorweg, man kennt dich auch von Germany's Next Topmodel. Und du warst ja 2022, da wurde ja das Motto Diversity ganz groß geschrieben. Genau. Ich weiß gar nicht, war das das erste Mal, also war das die erste Staffel, wo das so zelebriert wurde? Ja, doch. Also erstmal, genau, ich bin Lena, ich war in der Germany's Next Topmodel Staffel 22. Und erstmal danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Genau, also mir war das damals gar nicht so bewusst, als ich da mich beworben hatte, dass es die Staffel ist, die so extrem unter diesem Slogan Diversity ist. Aber ja, es war die erste, glaube ich, und auch die erste, wo wirklich Petit und Curvy Model, so wie ich, dabei waren, wo auch die Best Ager dabei waren. Also das war sehr überraschend für mich, weil ich war damals tatsächlich mit Luan und Martina beim Casting und ich war total irritiert. Ich meinte auch im Auto zu meinem Vater so, hä, die sahen sich so ähnlich aus, ich bin mal gespannt. Und dann bin ich damals auf die gestoßen und war so, wow, ich habe es gar nicht realisiert gehabt, dass es halt diese Diversity-Staffel war. Ich war voll verwirrt davon. Okay, und wenn es das vorher ja noch nicht gab, also wir machen jetzt einfach mal für die, die Germany's Next Topmodel so gar nicht verfolgen. Was hat dich dann dazu bewegt, da mitzumachen oder dich zu bewerben? Das ist einfach just for fun und ja, also um ganz ehrlich zu sein, ja. Also ich muss sagen, als ich mich dort beworben habe, habe ich es nicht realistisch gesehen, dass ich da wirklich genommen werde oder zum Casting eingeladen werde. Weil es war bei mir so ein Zeitpunkt, ich hatte mein Abi gemacht, habe angefangen zu studieren, war damit aber mega unzufrieden und habe halt überlegt, okay, was
mache ich jetzt? Was kann man machen? Ja, wirklich, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, ich bewerbe mich, ich habe nichts zu verlieren. Ob ich genommen werde, weiß ich nicht, werde ich dann sehen. Und dann habe ich halt die Casting-Einladung bekommen und war so, okay. Aber voll cool, also vor allem auch, dass du dich überhaupt beworben hast, wenn es das vorher so noch nicht gab. Ja. Ich hätte mir vorgestellt, dass es dann irgendwie, also dass es extra so einen Casting-Aufruf gab, dass man sagt, okay, egal wie groß du bist, egal was für eine Konfektionsgröße, bewirb dich einfach. Ja. Aber das war nicht Doch, so. Doch, das gab es, aber ich habe das... Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe das nicht so ernst genommen, weil ich meine, die Staffeln davor fing das ja so ein bisschen an, dass auch kurvigere Frauen dabei waren. Aber ich dachte mir so, ja, okay, petit und curvy. Also dass ich in zweierlei Hinsicht divers bin, sage ich mal, da dachte ich mir so, ja, okay, also dass ich da wirklich eingeladen werde und genommen werde, so glaube ich halt nicht. Deshalb habe ich mich da halt auch just for fun beworben, weil ich halt nicht dachte, dass es in irgendeiner Form ernst wird für mich. Ja, wie lange warst du dabei? Ich bin echt weit gekommen, damit habe ich auch nicht gerechnet, ich bin Achte geworden. Krass. Also, ja, du bist auch wunderschön, ne? Oh, danke schön. Recht. Dankeschön. Wie war es für dich? Hast du danach dann noch Modeljobs bekommen im Curvy-Bereich oder... Nee, also ich habe danach nur Kooperation noch vereinzelt gehabt, aber so richtig einen Model-Job in der Form hatte ich nicht. Also hatte ich während GNTM nicht und hatte ich auch danach nicht bekommen. Ah, ja. Was denkst du, warum? Ich glaube einfach, dass diese Kombination von curvy und petit sehr tricky für Designer ist, kann ich mir vorstellen. Also diese, und ich würde mal, also was heißt extremes Curvy? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe halt zum Beispiel auch eine sehr große Oberweite. Ich glaube, das macht es auch noch mal komplizierter. Und ich glaube einfach, der Markt öffnet sich, aber halt vor allem diese Kombination Curvy und Petit ist halt einfach schwer. Ich glaube, das ist eher noch so dieses Petit und Skinny. Und ja. Oder groß und curvy. Also wer weiß, ja genau, oder wer weiß, vielleicht liegt es auch an meinem Look, dass der nicht gefragt ist, man weiß es nicht, aber ja. Nee, also ich glaube, die Modewelt braucht ja immer ein bisschen, also auch wenn man sagt, die ist in vielen Dingen vorne, aber ich glaube, bei sowas entwickelt sie sich gerade und es ist auch schön, dass sie sich in diese Richtung entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Wir quatschen da später gleich noch drüber und wir begrüßen unseren nächsten Gast und zwar die liebe Katja. Hi! Hallo, stell dich kurz vor. Ja, also ich bin Katja, mich kennt man von der letzten Staffel Germany's Next Topmodel als Katharine. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja so das typische Model, sag ich mal. Du bist groß, blond. Girl, ich bin groß, ich bin 1,66. Echt? Ja. Echt wirklich groß? Das ist gerade ein sehr großes Kompliment, weil das höre ich wirklich nicht oft. Oh, okay, nee, dann. Also, ja, ich bin groß, ja. Okay. Du hast mich ganz aufs Konzept gebracht. Ich bin tatsächlich auch so das Petit-Model der Staffel gewesen, tatsächlich. Wie weit bist du gekommen? Bis Folge 15, also 9. wurde ich. Ah, okay. Also konnte zum Glück viel mitnehmen. Und was würdest du sagen? Wie ging es danach weiter? Hast du Jobs bekommen? Also es kam schon so ein paar Anfragen, vor allem natürlich am Anfang viel, viel mehr während der Ausstrahlung. Aber ich habe angefangen zu studieren und deswegen habe ich das Modeln noch nicht so doll verfolgt. Also es ist immer noch meine Leidenschaft. Ich liebe das Modeln. Es ist auch wie eine Kunstform und ein absolutes Hobby von mir. Deswegen bin ich ein bisschen selber schuld, dass ich meinen Fokus einfach anders aktuell setze, aber das Studium ging einfach für mich vor und deswegen wartet das Modeln so ein bisschen. Und wie war das dann, also warum hast du überhaupt mitgemacht? Hast du da schon studiert oder hast du danach angefangen zu studieren? Nee, ich habe mein Abitur gemacht, also 2022 und direkt zu GNTM. Also ich wollte schon immer modeln. Also das ist neue, statt jetzt ein Jahr ins Ausland zu gehen, einfach mal kurz ins Fernsehen. Genau, nächstes Jahr dann andere Show. Nee, bei mir war das so, dass ich schon immer modeln wollte. Also das habe ich habe privat oft so Shootings gemacht, die ich dann selber bezahlt habe oder meine Eltern. Aber ich kam halt nie in Agenturen rein, weil ich zu klein war. Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, bei Heidi, ist es bei dir auch so? Also, dass ich habe früher auch gemodelt, aber ich bin halt auch unter 1,70. Mhm. Dementsprechend war das immer so ein bisschen. Dann habe ich auch ein bisschen hier Kurven und bin jetzt auch nicht Size Zero, sag ich mal. Ja, okay. Und dementsprechend war halt, also du bist klein und
Kurven hast du auch. Was wollen wir mit dir? Ciao, Kakao. Kannst du in Playboy gehen, aber das war's dann. Ja, mit 1,58. Ja, also. Ja, nee, aber ich wollte schon immer. Und dann dachte ich, bei Heidi klappt's vielleicht, ne? Dass ja, ich das ein hat bisschen, geklappt. Ja, zum hast Glück. Du in der Show Jobs bekommen? Nee, leider nicht. Nee. Okay, aber wie, also, ich muss ehrlich zugeben, ich verfolge Jeremy's Next Topmodel nicht so krass. Okay. Wie kommt man dann so weit, wenn man keine Jobs bekommt? Einfach weil die Shootings dann gut sind? Oder was denkt ihr, was ist der Grund? Also jetzt gehen wir mal in den Gruppentalk. Ja. Was denkt ihr, was ist der Grund, dass, müssen wir Heidi dass fragen, man so weit kommt? Also bei uns, in unsere, Katja und ich waren ja in einer Staffel zusammen und bei uns hat Vivian gewonnen, auch ein ganz tolles Model von meiner Sicht aus, aber sie hat zum Beispiel auch während der Staffel gar keinen Job bekommen. Aber ich denke, dass es gar nicht mehr so krass darum geht, dass man während der Staffel Jobs bekommt, sondern dass es viel mehr um dieses ganze Gesamtpaket geht. Und ich meine, bei GNTM gibt es ausgewählte Jobs. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so rund 10 Jobs irgendwie so circa pro Staffel. Und in der normalen Modelwelt gibt es ja so viel mehr Jobs. Also es gibt ja Millionen von Jobs, Arten von Jobs. Ne? Ja. Deswegen denke ich einfach, dass, ja, dass nur, wenn man jetzt während GNTM keinen Job bekommen hat, das nicht heißt, dass du nie in der Außenwelt einen Job bekommst, also in der normalen Modelwelt einen Job bekommen wirst. Und zum Beispiel Vivi hat auch, also genauso wie ihr, auch ihr seid ja auch ziemlich weit gekommen, auch ohne Job einfach. Es geht auch so um die Leistung, glaube ich, wie man sich gibt, wie man mit der Kamera agiert, wie man walkt, also ich glaube, da ist mittlerweile der Job nur noch so die Nebensache. Habt ihr Heidi kennengelernt oder nur also, das, was man auch im Fernsehen sieht? Ja, also kennengelernt, würde ich sagen, ist zu viel gesagt. Also wir haben also schon ein bisschen mehr, als was man im Fernsehen sieht, weil also natürlich muss man auch Sachen schneiden und dann wartet man da und so vereinzelt hat man sich so unterhalten, aber jetzt nicht, dass wir mit ihr zusammen am Tisch saßen jeden Abend und zusammen gegessen haben. Also das wäre zu viel. Aber man hat sich schon so ein bisschen ab und zu unterhalten, wenn die Kameras eingestellt wurden oder so. Also so war es bei mir. Okay. Also ich muss sagen, während der gesamten Staffel, also denke ich, weil Katja gerade auch so meinte, so echt, so hatten wir auch gar keinen Kontakt wirklich zu ihr. Also wirklich nur das, was man so vor der Kamera auch gesehen hat. Ne? Aber während den Finalproben hatten wir Finalistinnen eigentlich, würde ich sagen, ganz guten Kontakt zu ihr. Also so, sie ist zu uns gekommen, sie hat uns auch umarmt ohne Kamera, hat gesagt, ey Mädels, wie geht's euch? Hat gefragt, was wir abends zu essen wollen. Ich meinte, ja, ich hätte voll gern Schnitzel mit Spargel. Und dann haben wir abends Schnitzel mit Spargel bekommen, weil sie das für uns organisiert hat, dass wir das auch essen. Also sie hat sich wirklich krass auch dann um uns schon gekümmert. Und auch mit Leni war sie dann bei den Proben, also mit ihrer Tochter, die wir auch, also die super süß war, super offen war. Also würde ich sagen, während den Finalproben war sie auf jeden Fall viel mehr mäßig mit uns im Kontakt als während der Staffel, genau. Ja, safe. Also, ich habe beim Finale Backstage moderieren dürfen und mir fällt auch ein, dass Heidi da auch einmal zu mir kam und so bestimmt so eine Minute, so zwei mit mir, so off-cam komplett alleine geredet hat. Also, süß. Sie ist echt süß. Man hört ja oft auch viel Negatives. Mhm. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ist es schon so ein mentaler Druck und fühlt man sich da vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn die Shootings nicht so gut liefen, man da vielleicht auch den ein oder anderen negativen Kommentar bekommt? Wie war das? Also ich fange einfach mal an. Also bei mir persönlich war das so am Anfang, weil ich mich da auch nicht mit irgendeiner Mission beworben habe, war es für mich sehr entspannt. Also ich war die ersten Wochen noch so, ja, okay, wenn ich jetzt rausfliege, dann blöd gelaufen, aber... Dabei sein ist alles. Also wirklich, ich war halt so die ganze Zeit, ich war wirklich fast bis zu den Top 10, dachte ich mir die ganze Zeit so, was mache ich hier eigentlich gerade, wie zur Hölle bin ich hier gelandet? Aber ich muss sagen, der mentale Druck ist schon da, einfach deshalb, weil man lebt halt wirklich in dieser Bubble. Man hat kein Handy, man hat nicht seine Familie und seine Freunde von zu Hause. Man lebt mit 20 praktisch komplett fremden Mädels zusammen über einen super langen Zeitraum und alles dreht sich nur um diesen Wettkampf. Wie läuft das Shooting, wie läuft der Walk, wie laufen die Castings, wo die Castingrunde losging. Das war also für mich persönlich zum Beispiel ein extremer Druck, weil ich war die Einzige aus der ganzen Staffel, die nicht ein einziges Mal zum Casting eingeladen wurde. Es war für mich persönlich belastend zu der Zeit auf jeden Fall und der Druck wächst halt immer. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, aber...
Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, aber ich finde, dass der mentale Druck nach der Staffel viel enormer war und viel größer war als während der Staffel. Während der Staffel muss ich sagen, also ich hatte wirklich die schönste Zeit meines Lebens dort. Es war wirklich eine super intensive Zeit und es ist wirklich, ich sehe es als großes Privileg, dass wir das erleben durften, weil also ich persönlich auf jeden Fall auch sehr, ich denke, wir alle daran gewachsen sind, weil man komplett in so einer, man ist in einer Ausnahmesituation, ne? Also man ist komplett ohne Handy eingesperrt, würde ich schon sagen. Also wir konnten nicht wirklich rausgehen aus der Villa. Und ja, aber ich finde, dieser mentale Druck war während da nicht, weil du so deine Leute hattest, du hattest deine Bezugsperson, mit denen du über alles geredet hast, so wenn es dir nicht gut ging, waren da Mädels, die für dich da waren. Und wie war das denn, wenn deine Bezugsperson dann gehen musste? Oh, und dann bist du ja eigentlich mit Mädels, mit denen du sonst nicht so viel vielleicht geredet hast. Die haben vielleicht ihre Bezugsperson noch da. Ist man dann so ein bisschen alleine auch, dass man sich so ein bisschen einsam fühlt? Also ich würde sagen, bei uns gab es auf jeden Fall kleine, also Gruppenaufteilungen, aber wir waren trotzdem untereinander auch sehr gut. Also wir haben uns wirklich alle mega gut verstanden und ich war auch in einer größeren Gruppe. Also ich hatte das gar nicht, dass ich mich da irgendwie einmal oder so alleine gefühlt habe. Deswegen kann ich aus der Position nicht wirklich reden. Ja, aber ich denke, also wenn dann schon mal jemand uns verlassen hat, den man gern hatte, dann sind auf jeden Fall einige Tränen geflossen. Wir haben wirklich unfassbar viel geweint. Generell, man war, glaube ich, da auch viel emotionaler. Also man war super emotional, weil es halt einfach eine Situation war, die man gar nicht so kannte und so. Und auch, dass einem so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl geraubt worden ist. Ich glaube, das war so das, was einem mental vielleicht mit am meisten belastet hat. Also mich zum Beispiel. Aber so dieser ganze mentale Druck war während der Staffel bei mir gar nicht, sondern erst danach. Ja. Also ich schließe mich da selber total an. Bei mir war das auch so, dass ich während der Staffel, ich habe es so genossen, weil ich sage immer, wer kriegt so eine krasse Chance direkt nach dem Abitur? Du kamst doch auch direkt nach dem Abi und du? Nee. aber trotzdem, so wer kriegt diese Chance? Also privat wäre ich ja niemals in L.A. in so eine Luxusvilla am Hollywood-Sign gekommen oder nach Las Vegas. Und das ist ja so ein krasses Geschenk und uns Mädels hat ja so super viel verbunden. Also währenddessen war es unfassbar schön. Klar, man hat das zu Hause vermisst, aber... Habt ihr noch Kontakt mit den Mädels dort? Ja, mit ein paar, ihr. Ich stelle mir das super stressig vor. Also ich bin ja auch ein eher introvertierter Mensch, obwohl man das nicht denkt. Aber ich finde es super anstrengend, also wenn so viele Menschen um mich herum sind, dass... da platze ich irgendwann, wenn ich nicht meinen Rückzugsort habe. Ich finde es cool, dass du das sagst, wegen diesem Introvertiert, weil das ist was ich während GNTM gemerkt habe. Ich dachte immer, ich bin sehr extrovertiert, weil ich so präsent von meiner Art an für sich schon bin, weil ich bin offen, ich gehe auf Leute zu, aber ich habe während GNTM echt teilweise gemerkt, dass ich irgendwie doch so dieses Introvertierte in mir drin habe. Ja, man sagt ja, introvertiert bedeutet nicht, dass du schüchtern in der Ecke sitzt, sondern es bedeutet einfach, du kannst genauso in den Raum kommen, den Raum unterhalten, das ein paar Stunden machen, aber du kommst dann nach Hause und du musst deine Batterie wieder aufladen. Ja, das ist zu 100% bei mir der Fall. Extrovertiert bedeutet... also soll ich dir mal sagen? Und extrovertiert bedeutet ja im Prinzip nur, dass du in den Raum gehst voller Menschen und dir das Kraft gibt. Ja. Das ist eigentlich die Definition von den beiden Sachen. Ja, dann bin ich das. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich während der gesamten Staffel, ich finde, für mich war das nochmal ganz aufregend, weil ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und ich liebe das so. Extrovertiert. Ich würde mich schon als sehr extrovertiert bezeichnen, doch. Und dann, wenn ich mal so einmal alleine irgendwo oben im Zimmer lag oder so, war ich so, oh, ich würde jetzt voll gerne wieder runter zu meinen Mädels. Also ich war wirklich die ganze, wenn die nur so vier, also so, wir waren so eine Fünfergruppe irgendwie und wenn die unten dann so einfach nur auf der Couch saßen, war ich so, mein Gott, ich muss jetzt zu denen. So, weil wir einfach, weil es irgendwie die Zeit, also es hat uns irgendwie so verbunden, die Zeit, aber ich muss sagen, dass nach der ganzen Staffel und nach der Ausstrahlung ich so viel alleine mache. Also ich habe, glaube ich, davor niemals konnte ich so, also alleine rausgehen, so dass ich mich alleine jetzt ins Restaurant oder sowas essen gehe oder so. Und seitdem ich so lange Zeit mit so vielen Leuten auf einem Haufen quasi war, eingesperrt in einer Villa, ich fliege jetzt auch alleine in Urlaub, ich mache wirklich super viel alleine, einfach weil ich gemerkt habe, okay, doch, ist schon wichtig, dass man auch Zeit mit sich alleine verbringen kann, aber das habe ich irgendwie auch jetzt erst wirklich nach der Staffel bekommen. Ja, ich finde es krass. Also, nur dass du sagst, bei mir war es tatsächlich am Anfang so, dass ich mich so ein bisschen alleine gefühlt habe, die ersten Tage
Wochen wäre jetzt übertrieben gesagt, weil bei mir ist es immer so, ich check erstmal die Lage, wie sind die Leute alle so drauf. Also ich fixiere mich nicht so schnell auf eine Person. Also ich will erstmal gucken, wie vibet es so und wo passt es denn am besten für mich persönlich. Und es war am Anfang voll schwer für mich, weil ich gemerkt habe, dass relativ schnell alle sich so ein bisschen gefunden haben. Individuell zu zweit oder auch in Gruppen. Bei mir kam das halt erst mit der Zeit tatsächlich auch erst so richtig, als ich in L.A. war. Und da war ich dann auch eigentlich gut mit so ziemlich allen. Deshalb hatte ich gar nicht so das... Also ich war sad, wenn jemand rausgeflogen ist, das immer. Aber ich hatte das Glück, dass auch Bezugspersonen von mir halt wirklich bis ins Finale gekommen sind. Und ich halt die ganze Zeit jemand hatte, mit dem ich halt über alles so reden konnte. Aber ich find's, ja, krass. Findet ihr, dass die Zeit bei Germany's Next Topmodel ein realistisches Bild davon abgibt, wie es wirklich ist, als Model zu leben? Ich hab das Bedürfnis dazu, was zu sagen. Ich würde nicht sagen, dass es zu 100% anders ist in der realen Modelwelt, weil ich bin schon, also ich habe mit 15 angefangen zu modeln, bin dann mit 18 zu GNTM gegangen und hatte davor schon so dieses Bild von der richtigen Modelwelt und ich wusste halt, dass es anders sein wird und ja, aber dass es so viel schöner sein wird, hätte ich nicht gedacht. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist schon komplett unterschiedlich. Also ich würde jetzt so Sachen ausschließen, wie dass wir so verrückte Catwalks hatten. Würde ich sagen, dass es mittlerweile, dass wir in der Modebranche da angelangt sind, dass es wirklich nicht immer normal ist, dass du auf einem normalen Fuß, also auf einem normalen Boden läufst, sondern dass es auch komische Untergründe gibt. Ich bin zum Beispiel jetzt bei der letzten Fashion Week auf Wasser gelaufen auch und sowas gibt es ja auch bei GNTM. Also so mitunter so verrückte Catwalks oder Shootings, sowas gibt es auch. Aber so vom ganzen Druck und von diesem ganzen auch, GNTM steht ja dafür dieses, also Heidi steht dafür, ja, wir geben jedem eine Chance und jeder kann, ja, und jeder kann das schaffen quasi. Und da glaube ich, dass viele dann in die richtige Modelwelt quasi reingeworfen worden sind und gemerkt haben, okay, ey, so ist es vielleicht gar nicht. Ja. So, ich hatte das Glück, dass ich ein paar gute Jobs während der Staffel bekommen habe. Oder auch eine Freundin von mir, Ida, die hat auch gute Jobs bekommen. Und da waren wir natürlich so voll in unserem Hoch und waren so, ey, oh mein Gott, wir kriegen hier die Jobs so, wir haben die Jobs in der Tasche. So, also wir gehen raus und machen hier einen Job nach dem anderen so. So ist es halt nicht, ne? Also bei GNTM hast du Konkurrenz von 30 Leuten, das wird immer weniger, ne? Und in der Modebranche, in der richtigen Modelwelt hast du 1 Million Konkurrenten und da einen Job zu bekommen, ist unfassbar schwer. Und ich glaube, das zu checken und zu wissen, okay, GNTM ist eigentlich nur eine Bubble, in der du lebst. Du bist da 3 Monate, du hast eine schöne Zeit, du hast Chancen auf Jobs, auf die du normalerweise nie Chancen hättest. Also das ist wirklich, ja, ich glaube, da waren viele, mussten erstmal wieder in die Realität geworfen werden. Was denkt ihr, woran liegt es, dass so viele auch ein negatives Bild von Germany's Next Topmodel haben? Weil ihr seid ja jetzt extrem euphorisch, ja, und es ist alles so toll. Also wie kommt es, dass da einige auch negativ drüber reden? Ich glaube allgemein, dass einfach auch viele Gerüchte so entstehen. Also irgendeiner erzählt irgendetwas oder greift was auf und dann entsteht da so eine Riesenbubble, dass irgendwas geskriptet ist oder so. Und nein, jeder sagt, was er sagt. Also da, dass Sachen geschnitten werden, klar, aber was ich von mir gebe, gebe ich von mir. Und auch allgemein, dass viele ja sagen, oh, das ist ja gar nicht die realistische Modelwelt. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, ich würde sagen, so wie Selma es erklärt, das ist so eine, es ist Modeln, aber es ist auch Reality-TV. Es ist eine Mischung aus beiden. Es ist ein Unterhaltungsformat. Soll ja auch unterhalten. Genau, und wenn, also mich regt das manchmal auch so ein bisschen auf, um ehrlich zu sein, weil ich mir halt so denke, wenn Germany's Next Topmodel so wäre, dass man wirklich jedes Mal nur einen geraden Laufsteg läuft oder jedes Mal nur normales Porträtshooting hat. Also wer, jetzt mal ernsthaft, wer, also ist das so, wer würde sich das angucken, wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich selber ist? Es regen sich zwar voll viele auf, ja, das ist ja nicht das echte Modelleben, aber gucken würde es auch keiner, wenn es denn so wäre. Du willst auch mal was sagen. Nein, ich denke, dass viel Kritik auch kommt, weil es heißt ja immer bei GNTM, die Models dürfen nichts essen. Ach so, ja. Und diese ganzen Maße und bla bla bla. Also dass da ja auch viel Kritik kam über eine ehemalige Kandidatin, die da ein sehr ausführliches Video ja drüber gemacht hat. Woher kommt es dann? Einfach Aufmerksamkeit oder aus der Nase gezogen? Also ich denke mir immer, irgendwoher muss es ja kommen. Das Ding ist, also was ich allgemein sagen muss, ich weiß nicht, was bei jedem individuell im Kopf abgeht, bei jedem einzelnen Kandidaten. Also das hat sich jetzt voll gemein angehört. Aber was ich immer gesagt habe, auch wenn ich gefragt wurde, wie war meine Zeit bei GNTM, habe ich immer gesagt, für mich war sie sehr schön. Ich habe mich extrem gut kennengelernt auf verschiedene Art und Weisen. Ich habe mega
Prozess durchgemacht. Aber was man auch erwähnen muss, ich glaube, jeder empfindet die Zeit komplett anders. Wenn du zum Beispiel eine Person warst, die sehr negativ ausgestrahlt wurde, also von der Person wurde super viel Negatives gesehen, die Person hat super viel Shitstorm bekommen, wird sie dir wahrscheinlich was ganz anderes erzählen, als was ich erzähle, die glücklicherweise, was ich jetzt auch sagen würde, was an meiner Art und Weise lag, wie ich mich im Fernsehen gegeben habe, nicht damit zu kämpfen hatte. Deshalb sage ich, es war eine schöne Zeit und ich fand's alles cool. Aber natürlich, wenn eine Person sagt, ja, irgendwie wurde ich nur negativ dargestellt und ich bin gar nicht so. Das ist, ich glaube, dadurch entsteht es so ein bisschen diese, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist halt wirklich, weil jeder das anders wahrnimmt. Jeder nimmt sich auch anders wahr. Ja. Bei mir war das tatsächlich so, ich hatte, also mir ging es richtig, richtig kacke während der Ausstrahlung, weil ich... Kannst du nicht so gut an? Also ich hatte jetzt keine riesen Hatewelle oder so, aber für mich war das ganz krass, mich selbst zu sehen und so, ich weiß ja, wie die Interviews und so gelaufen sind, aber dann sich selber mal von der anderen Seite zu sehen, war total krass für mich und ich habe bei GNTM so, was, wovon ihr schon gesprochen habt, so eine krasse Entwicklung auch gemacht, dass man sich selber, man ist so gewachsen, also vor GNTM, ich war so naiv und so leichtgläubig irgendwie, also das hat das total bereichert auch so meiner Persönlichkeitsentwicklung. Krass, ich finde es richtig schön, wie positiv ihr redet, ich war gar nicht drauf vorbereitet. Ja, nee, also ich muss auch sagen, weil du das gerade meintest, also ich fand am krassesten eigentlich an der GNTM-Zeit im Nachhinein diese Ausstrahlung zu sehen, wie man bei den Menschen ankommt, wie andere Menschen einen wahrnehmen. Also ich würde zwar sagen, dass ich schon an für sich reflektiert darüber bin, wie ich mich verhalte, aber mal so diese Response zu bekommen zum Aussehen. Also so krass, wie andere Leute einen da bewertet haben, beurteilt haben, das mache ich ja nicht im Alltag. Das waren krasse Ausmaße und man, also ich persönlich habe mich teilweise echt hingesetzt und dachte mir so, wow, okay, also so sehen die Leute mich. Also so sehen die mich vor meiner Art, so vor meinem Aussehen. Und das ist mir so krass im Kopf geblieben. Ich glaube, das hat auch viel mit meiner Persönlichkeit gemacht. Um es einfach positiv mal so, oder negativ? Positiv, auf jeden Fall positiv, weil ich habe mich wirklich sehr von vielen verschiedenen Seiten kennengelernt, weil man sich halt auch während der Zeit, dadurch, dass man halt in dieser Bubble ist, nur mit sich selber auseinandersetzt. Klar, man hat diesen Konkurrenzkampf, aber man sieht sich auf Bildern. Ich vorher habe mich nie ganz Körper fotografiert, also ich habe mal Selfies gemacht, aber das war für mich komplettes Neuland und ich dachte mir am Anfang, wo, was ist das hier? Also es hat dir auch so ein bisschen geholfen, deinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und auch zu lieben. Ja, also das definitiv, also wirklich da einfach mal mich aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und auch irgendwie so, ich hatte früher voll viel so Komplexe mit meinen Armen, also vor GNTM auch noch, weil ich habe nie irgendwie Trägertops oder so getragen, aber bei GNTM, das hat sich irgendwie alles bei mir so ein bisschen gelöst, weil ich irgendwie mich mehr mit mir auseinandergesetzt habe, geschaut habe, okay, was passt zu mir, wie setze ich das am besten in Szene, Woche für Woche. Also war meine persönliche Erfahrung. Also muss ich wirklich sagen. Ja. Ich würde gerne noch wissen, in der jetzigen Staffel sind ja auch Männer erlaubt, gewünscht. Wie findet ihr das? Also denkt ihr, das wird dann irgendwie komisch oder... Also ich verfolge die aktuelle Staffel auch sehr stark, weil ich es gerade super interessant finde. Also ich finde es, das ist so das, was GNTM jetzt, glaube ich, noch gebraucht hat, um so ein bisschen, um einen neuen Pep rein, weil man hat schon gemerkt, bei unserer Staffel langsam ging es auch bergab, glaube ich. Also wenn man noch so sieht, so was so für Reichweiten GNTM damals hatte und was es jetzt, für, also ist, glaube ich, schon krass. Und jetzt, ich finde es super interessant. Ich finde es wirklich mega spannend, dass da Jungs jetzt dabei sind. Denkst du, oder ihr beziehungsweise, dass da auch so ein bisschen Dating-Format mit reinkommt? Also, okay, dazu muss ich sagen, weil ich kenne viele auch aus der neuen Staffel persönlich und kenne auch noch so ein paar Insider, ne? Und ich meine, dadurch, dass wir auch selbst dabei waren, also ich denke, auf jeden Fall gibt es da so ein paar Romanzen. Also so. Vielleicht gucke ich da auch mal wieder rein. Also, wenn ihr...
Wenn ihr einen Mann oder eine Frau fürs Leben sucht, dann geht zu GNTM. Nein, aber ich denke, dass so solche Fragen dann auch sehr von der Redaktion gepusht werden. Also, dass sie dann bestimmt, also ich glaube nicht, dass dann da sich jemand hinsetzt und sagt, oh ja, die finde ich ja jetzt richtig toll oder den finde ich jetzt richtig gut aussehen oder so, sondern schon, dass die Redaktion dann genau diese Fragen stellt, weil so ein bisschen diesen spicy romantischen ja, Kram, das ist ja auch, das bisschen, ist ja irgendwie auch süß, oder? Da regen sich ja auch alle drüber auf so, ja, und die Leute wollen sich auch aufregen. Ja. Das wollen die ja immer. Das wollen die ja, ja immer. Aber wenn man so lange auf einem Haufen blöd gesagt ist, also alle zusammen und wir waren ja nur Mädels und dann Männer und Frauen. Zwangsweise. Also, ja, dazu, ne, dadurch, dass wir unsere Hormone haben auch alle verrückt gespielt, als dann in einer Folge auf einmal die Elevator Boys bei uns waren, da, weil wir haben alle monatelang keine Männer gesehen, auf einmal waren wir hin und weg und wir waren verliebt, verliebt. Wenn du wüsstest, wie wir alle in der Villa rumgesprungen sind, es war wirklich, also, wir, ja, das also, ja. Die Boyband. Ja, die Boyband, ja. Ihr habt es ja vorhin schon angesprochen mit der Reichweite. Wie ist es bei euch jetzt? Nutzt ihr die Reichweite? Wie viele Follower habt ihr dazu bekommen? Ist es ein Sprungbrett, Influencer zu werden? Was sagt ihr? Oder macht es gerade gar nicht mehr so viel Sinn, mitzumachen, um Influencer zu werden? Also ich fange einfach mal an. Also bei mir ist es ja jetzt am längsten her. Also ich persönlich habe noch ein Jahr nach GNTM ungefähr Social Media gemacht, aber dann bei mir persönlich ist es so, ich habe dann wieder angefangen zu studieren und arbeite auch ziemlich viel und will auch irgendwie so ein bisschen Privatleben haben mit Freunden, Familie, es ist mir super wichtig, dass ich irgendwann einfach, es ist bei mir so ausgeschlichen, es hat nie diesen Grund gehabt, dass ich gesagt habe, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, sondern bei mir haben sich irgendwann so ein bisschen diese Prioritäten geändert, also es war, ist auf jeden Fall ein Sprungbrett, definitiv, also ich würde sagen, es liegt einem so ein bisschen selber in der Hand, was man daraus macht, man muss vor allem in dieser Social Media Bubble, würde ich sagen, so ein sehr hartes Fell haben und am Ball bleiben, kontinuierlich posten, man wird super schnell irrelevant, man muss dauerhaft präsent sein, also am besten auch auf allen Plattformen, das ist definitiv Stress und Druck und das ist ein Fulltime-Job und weil es halt eben ein Fulltime-Job ist, ist es bei mir halt einfach weniger geworden, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ich poste nur noch, wenn ich wirklich Bock habe, Bilder zu machen und wenn ich es fühle. Und ich habe es einfach nicht gefühlt, wenn ich mit meinen Freunden abends weg war, nach dem Unitag oder Arbeitstag, jetzt noch Bilder zu shooten. Ja, aber ich glaube, das unterschätzt man auch sehr. Extrem, man denkt, das extrem. Ist ein geschenkter Job, ich mache 3 Bilder und dann bin ich reich. Also es ist teilweise auch, würde ich wirklich sagen, so super undankbar, weil man halt mitbekommt, boah, bei dem einen kommt dieses Bild so krass an, was macht der anders als ich? Und da dann trotzdem am Ball zu bleiben, ich finde das teilweise echt super schwer. Und auch wenn andere Leute, die nicht in dieser Welt sind oder Content kreieren, die können das gar nicht beurteilen, wie zeitaufwendig das ist. Es ist bei den meisten nicht einfach nur ein Bild machen. Es ist, sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich für Bilder, wo gehe ich hin, wann shoote ich, wann mache ich den Post. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Und du hast ja auch schon gesagt, ja. Das ist ja auch, man darf nicht irrelevant werden. Bedeutet, ja, wenn du jeden Tag den gleichen Scheiß machst, guckt sich das keiner mehr an. Ja, also das du siehst, die Zahlen gehen runter, okay, scheiße, ich mache irgendwas falsch, was soll ich anders machen? Und vor allem, weil das ist auch diese Sache, man muss halt irgendwie doch irgendwas abdecken, was besonders oder außergewöhnlich ist, weil es gibt super viele Leute, die gut aussehen, es gibt super viele Leute, die sind lustig. Und was hast du? Also wirklich was so, hast du zu bieten? Was habe ich zu bieten? Was macht mich besonders, dass die Leute sich denken, ja, ich folge ihr. Aber ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, also ich kann mich dem Ganzen natürlich nur anschließen, so mit dem ganzen Druck und so, aber ich muss sagen, dass GNTM mein Leben komplett verändert hat, mit was die Reichweite angeht. Also ich glaube, ich bin so mit 4.000 Followern reingegangen und bin dann mit so, ich glaube, ich so 120.000 oder so rausgegangen, worüber ich extrem glücklich war, weil ich mir schon was dabei gedacht habe, warum ich zu GNTM gegangen bin. So, ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen und genau, wollte mir schon so eine Reichweite auch aufbauen. Und dann war ich total mega, bin ich mega überflutet worden von dem ganzen Support, den ich bekommen habe, irgendwie während der Staffel und auch danach, und wusste dann auch erstmal nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also ich habe natürlich gepostet, aber niemand hat mir irgendwie richtig gesagt, ja, was ich jetzt tun soll, um das auch am Laufen zu halten. Ich wurde da irgendwie in so eine Welt reingeschmissen, wo ich auch erstmal dann irgendwie klarkommen musste und erstmal lernen musste, wie ich damit umgehen kann, weil mir nie jemand irgendwas gesagt hat, was ich falsch mache, was ich richtig mache. Und ich
habe davor bei meinen Eltern gelebt, bin dann direkt ausgezogen, weil ich es mir finanzieren konnte endlich und lebe seitdem hauptsächlich auch von Social Media und bin mega dankbar, dass ich diese Chance dazu bekommen habe, dass ich jetzt quasi dadurch mein Leben finanzieren kann. Und es macht mir auch mega Spaß, aber es ist trotzdem natürlich so, ich habe auch meine Gedanken während der ganzen Zeit danach so voll aufgeschrieben und so, weil das ist wirklich eine ganz neue Welt und eine krasse Bubble, wo du auch erstmal klarkommen musst, wo du alles analysieren musst, welchen Menschen kannst du vertrauen, welchen Menschen kannst du nicht vertrauen. Und ja, es ist sehr hart. Ich glaube, es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle die ganze Zeit danach, jetzt auch auf Social Media und so. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich da ganz gut gefangen, weiß jetzt auch, in welche Nische ich mehr gehen möchte. Und bist du weiter gewachsen auch oder sind die Follower zurückgegangen? Die Follower sind extrem runtergegangen. Also ich glaube jetzt, ich habe 20.000 verloren, jetzt bin ich so circa bei 101.000 oder so, weil... Das ist ganz normal. Das ist normal, genau, das ist normal, safe. Ja, Wie nennt man das, sensationsgeil. Genau. Und wenn es dann so ein bisschen Zeit vergangen ist, dann denken sie sich, ja, jetzt passiert ja nichts mehr, kann ich nicht folgen. Ja, safe, ja. Genau, das kann ich auch niemandem übel nehmen. Also ist voll okay so, aber trotzdem, damit muss man dann auch mal klarkommen, wenn du einmal diesen krassen Hype hast, wenn du einmal so bist, so, boah, alle feiern dich, alle finden dich richtig cool, du bist gerade so da oben. Und dann auf einmal fällt das so krass ab, weil du einfach irrelevant wirst. So, es kommt eine neue Staffel, es kommen neue Leute, ja okay, abgehakt. So, und damit klarzukommen ist auch schwierig, glaube ich, aber mittlerweile habe ich das ganz gut alles überstanden so und mache einfach weiter mein Ding. Und die Leute, die mir folgen, die sind willkommen. Ich freue mich über jeden, der mich supportet, aber wenn nicht, ist auch okay. Und du studierst ja Zahnmedizin, ja, ne? Also bei mir so ist es so ein Mix, würde ich sagen. Also ich würde unfassbar gerne weiter Social Media machen. Ich habe durch GNTM so über 20.000 ungefähr gehabt. Bei mir ging es auch runter, also natürlich nicht in der Relation wie bei dir, aber ich habe das auch gemerkt, so wirklich wie undankbar das einfach ist. Also eine Woche hat man mal privat irgendwie, das weißt du, glaube ich, mit am besten, man hat einfach privat irgendwas ist oder man kann jetzt nicht das Handy in die Hand nehmen und sagen, hi Leute, ne, und da auf gute Laune machen und dann direkt alles geht runter. Man sieht weniger Likes, weniger Storyviews und die Leute wollen ja auch unterhalten werden. Das ist so part of the deal, es ist der Job. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe ein Kind bekommen. Ich war 5 Tage im Krankenhaus und nach diesen 5 Tagen, das Erste, was ich gemacht habe, ist, okay, ich muss wieder... Ja. Arbeiten. Es ist Arbeiten. Aber, aber ja, ich muss wieder, ich kann keine Elternzeit nehmen, ich kann mich nicht ausruhen, sondern ich muss halt wieder stattfinden, weil sonst interessiert es keinen mehr. Das ist krass. Also, das vergisst man auch, finde ich, bei Social Media, dass du halt komplett eigenverantwortlich dafür bist. Du hast keinen Arbeitgeber, der dich irgendwie supportet, wenn du ein Kind bekommst und du trotzdem dein Elterngeld bekommst, sondern alles, was du tust, liegt in deiner Hand, wie erfolgreich du bist, liegt auch mehr oder weniger komplett in deiner Hand. Also schon, ja, weil wenn du, ganz ehrlich, wenn du 3 Reels am Tag postest, irgendeins geht irgendwann viral. Irgendwann geht's viral. Also, die komischen Sachen gehen viral, das ist so genau. Weird. Du musst einfach halt so Content machen, aber er muss so auch komisch Passen und also... Ja, es ist wirklich, Also das ist auch tatsächlich so, ich hatte so ein inneres Dilemma, was mache ich jetzt, fokussiere ich mich, versuche ich jetzt irgendwie diesen Modelweg zu gehen oder mache ich etwas so Seriöseres und für mich hat dann tatsächlich überwogen, dass ich dann doch gesagt habe, ich mache etwas, wo ich mehr Sicherheit habe und wo, also ich hoffe, ich komme durch das Studium gut, aber dann einfach, um nicht diesen Druck zu haben, da ist es okay, wenn ich mal nicht funktioniere und das sollte da kannst du eine Woche krank sein. Ja, ja. Und dass man da irgendwie doch noch andere Ziele verfolgt, das war mir irgendwie wichtig. Aber es ist super viel Druck. Also man muss irgendwie abliefern, immer. Und es ist den meisten Followern egal, natürlich, ob man jetzt Mental Breakdown hat oder nicht. Ja. Ne? Ja. Den meisten, ja. Ja. Den meisten. Nicht allen. Manche sind doch sehr lieb und herzlich. Ja. Also, wie sieht's aus, Mädels? Wie sind die Anfragen von den Männern während der Show? Gibt's da mehr, gibt's da weniger? Sind die komisch oder? Also bei mir war das damals so, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Also es sind auch sehr viele komische Sachen einfach gekommen, wo ich mich manchmal frage, was geht in den Kopf von den Leuten vor? Also ich weiß nicht, ob du bei dir zum Beispiel reinguckst, aber ich habe mir teilweise so gedacht, what the fuck? Also was ist die Motivation dahinter? Das ist definitiv, ja wirklich, so ganz komisches Zeug einfach. Aber also es ist auf jeden Fall mehr geworden. Also es ist nichts Potenzielles entstanden. Ich war auch noch nie in einer Beziehung, bin auch immer noch Single. Da hat sich nichts geändert, aber Würdest du sagen,
wenn du jetzt auf Dates gehst und sagst, du warst bei Germany's Next Topmodel, kommt es gut an? Also ich date mich nicht so viel, sagen wir es mal so. Okay, aber wenn? Ja, wenn, ja, also relativ neutral eigentlich, also eher so interessiert, würde ich sagen. Also das ist so, oh, und wie war's und was hast du da gemacht und so. Also so überrascht irgendwie, so wenn ich das so einfach droppe. Ja. Also ich war während GNTM auch nicht in einer Beziehung, jetzt immer noch nicht, aber immer wenn ich jetzt irgendwie gedatet habe oder so, ich habe versucht, das komplett rauszuhalten mit GNTM, weil ich wollte, dass die Person mich erstmal so kennenlernt und erstmal, ja, einfach halt nicht, dass es nicht nur um dieses ganze GNTM-Thema geht, sondern wenn du das einmal aufgreifst, weil das ist sowas, so das hören die Leute nicht oft. Ich glaube, man trifft jetzt, also obwohl gefühlt war jetzt auch schon jeder mal bei GNTM. Nein, aber so, das ist, also ich fände das auch spannend. Mich würde das auch interessieren. Also ich würde mich auch interessieren, wenn jetzt jemand bei einer anderen TV-Show ist, dann interessiert mich das auch und ich frage darüber auch Fragen. Aber ich wollte nicht, dass die Person mich als selber bei GNTM kennenlernt, sondern dass die Person immer mich kennenlernt. Aber es gab wirklich, es gab unterschiedliche Typen. Also manche Typen waren so, die sind dann richtig darauf rumgeritten wirklich und haben dann die ganze Zeit darüber geredet und wollten dann halt auch wirklich so, dass sie mit dieser GNTM selber gesehen werden und so. Und dann ging es auch immer nur die ganze Zeit darum und dann immer so, ja, modeln hier, modeln da und so. Also manche haben wirklich, wo ich es dann auch krass gemerkt habe, ja, dass die genau mit mir gesehen werden wollen, weil ich da war und weil das so ein ganz coolen Ruf hat. So. Ja, weil ich bin mit einem Model unterwegs. Ja, genau das, ja. Oder man wird auch viel öfter irgendwohin eingeladen, so, ne, wenn man es war, die war bei GNTM oder so. Dann gab es Typen, wo ich das verschwiegen habe, also wo ich auch gar nicht so, das war so meine Bumble-Phase. Bumble ist wild. Bumble ist ganz wild. So, wo ich das dann so gar nicht erzählt habe und dann auch so mäßig das dann irgendwann rauskam, aber der Typ halt auch die ganze Zeit so getan hätte, als wüsste er gar nicht, dass ich das war. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, weil der viele Sachen wusste über mich, wo ich so war, die kannst du gar nicht wissen. Dann hat sich herausgestellt, dass er natürlich Fan Nummer 1 war. aber ich sag ehrlich, also es hat nichts erleichtert mit der Dating-Dings. Also es sind wirklich mehr komischere Leute mit dazugekommen und es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger geworden, weil ich auch nicht in dieser Social-Media-Bubble date wirklich. Also ich dachte so, ja okay, man lernt da viel mehr Leute kennen, so Influencer und alle so und man ist so in einer Bubble. Aber das ist ja auch alles, also das auf gar keinen Fall. Aber das kann man auch alles nicht ernst nehmen. Also ich habe das Gefühl, in dieser Bubble ist es alles nochmal schwierig mit ernsten Beziehungen und so. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben. Schwierig. Also ich glaube, ich hatte genau eine Datingphase seitdem. Oder prinzipiell gefühlt. Aber wie war das eigentlich? Wie wurdet ihr von Menschen außerhalb, wenn ihr so neue Leute kennengelernt habt, wie wurdet ihr wahrgenommen? Weil das habe ich ganz krass gemerkt, als ich in die neue Stadt gezogen bin, also fürs Studium. Ich war das TV-Püppchen, ich war das dumme Model und ich war halt die von GNTM. Also ich wurde komplett abgestempelt. Das war also auf jeden Fall echt krass. Ich glaube, es ist komplett unterschiedlich, wo du aufwächst, weil ich bin ja in Berlin groß geworden. So klar, jetzt die Leute haben auch drüber geredet, so, aber hier juckt's keinen, weil hier, du läufst einmal über, keine Ahnung, über Rosi und da ist jeder dritte Influencer unterwegs oder so. So, da interessiert das wirklich keine Sau. Also hier in Berlin kannst du gefühlt machen, was du möchtest, interessiert keinen. Also, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nur positives Feedback bekommen. Also mir haben super viele geschrieben, auch mit denen ich gar nicht mehr im Kontakt war, so dass ich es voll cool finde und krass, du bist bei GNTM. Auch meine ehemalige Schule hat mir damals so geschrieben und mich gefragt, ob ich mal zur Schule kommen möchte, um da, ich weiß gar nicht mehr, was sie geschrieben haben. So es war so rap, ich weiß es gar nicht mehr, aber so war es. Ob du ein Referat halten willst. Ja, also Leute, wenn ihr dahin wollt. Nein, aber es wirklich, ich bin dafür sehr extrem dankbar, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe. Es hat mich sehr gefreut. Es tut mir leid, dass es bei dir wirklich komplett anders ist. aber es ist wirklich, glaube ich, ob du jetzt in einem Dorf groß wirst oder Stadt. Alles Neider. Alles ja. Sagt Mama auch immer, alles neidisch. Sagen das Eltern nicht eh immer irgendwie? Ja. Ach, Eltern. Ja, aber ich lieb's doch. Ja. Was für komische Nachrichten habt ihr bekommen? Was sind so die weirdesten Sachen, die jemand wollte, gefragt hat, was auch immer? Also bei mir waren es so Sachen wie,
willst du, also ich würde gerne deine Socken haben, Unterwäsche, oder willst du deine Füße auf meinen Kopf stellen? Ich gebe dir dafür 3000 Euro oder so. Und ich denke mir so, not bad, aber nicht in meinem Leben so. Also ganz, ganz weird. Also, ja, same. Ja, wirklich same. Aber was mich manchmal schocken hat, dass ich Fanpost nach Hause bekommen habe von älteren Männern mit einem Stapel, so einen Stapel von Fotos von mir. Wo auch Fotos dabei waren von so, da war ich 15, als meine Agency mich noch gepostet hat, wo so meine Underwear-Pullers und so waren. Diese, solche Fotos, und da wollten die, dass ich das alles unterschreibe, wo ich mir denke, so. Sonst noch was. Ja. Das Ding ist, ich fühle mich dann immer so schlecht, weil die schicken ja dann auch einen Umschlag, der vorfrankiert ist. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, das tut mir so leid, aber nee. Ja, ich will also nicht, dass du ein Bikini-Foto von mir... Das muss ich auch nicht leid tun. Natürlich ja, ausdrucken. Ja. Ja. Und nee... Ja. Also da bin und ich auch raus. Ich finde, das muss einem auch nicht leid tun. Ich finde, das ist einfach so ein Respekt. Ich finde das einfach. Also ich habe sie auch einfach dann einer Freundin gegeben und habe gesagt, kannst du das bitte wegwerfen? Ich schaff's nicht, sie wegzuwerfen. Ja, ich will auch nicht. Ja, ich will das, ja. Aber es war auch, also, was ich auch teilweise krass fand, also auch unangenehm, also ist jetzt nicht dieses Anschreiben von Männern oder so, aber auf der Straße, wenn man so erkannt wurde nach GNTM, das war ja vor die Umstellung, also ich habe davor gar kein Social Media gemacht, was ich teilweise echt unangenehm fand, ist, wenn Leute einen halt erkannt haben und halt hinterhergelaufen sind, stückweise einen beobachtet haben und man sich einfach so dachte, sprich mich doch einfach an. Ich merke das, dass du mich beobachtest. Es ist so ein unangenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so wirklich zu Ausstrahlungszeiten und kurz danach war es teilweise so extrem. Und ich fand das jetzt nicht cool. Also ich bin jemand, wenn mich jemand anspricht, ich freue mich mega. Es ist teilweise immer noch so. Und ich mache immer Bilder. Ich rede auch gern mit denen. Aber wenn mir jemand hinterherläuft, wenn ich privat unterwegs bin. So was habe ich zum Glück noch nie erlebt. Ist, oder beziehungsweise ich habe es nicht mitgekriegt wahrscheinlich. Das ist auch gar nicht cool. Also das ist so auch für die Fans draußen, bei egal wen. Also wenn man jemanden erkennt, die wenigsten haben keinen Bock drauf oder sagen nein. Aber lieber ansprechen und fragen, als die ganze Zeit komisch zu beobachten. Weil ich sage ganz ehrlich, 90% der Leute kriegen das mit. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Also ich glaube, jeder bekommt das mit, wenn... Also man sieht es einer Person an, ob die einer kennt oder nicht und ob sie weiß, wer man ist. Man sieht das direkt. So, ich sitze irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Restaurant oder so, man sieht das. So. Und voll viele fragen mich dann, also so jetzt auch so meine Eltern fragen mich voll oft, bist du eigentlich noch oft erkannt auf der Straße? Und ich sag, ich werde nicht mehr häufig angesprochen, also in Berlin vor allem nicht, aber man merkt das, wenn die Leute einen erkennen. Man merkt das wirklich krass. Und was wirklich bodenlos ist, wenn die heimlich Fotos und Videos von einem machen und dann schicken die das dann einmal auch noch so und sind so, ich habe dich hier gesehen, ich sehe ja schön und jetzt so, was soll ich jetzt machen? Naja, so viel dazu. So, dann bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr da wart. Vielen Dank und dass ihr auch so offen erzählt habt, eure Erfahrungen. Und ihr könnt natürlich die Mädels abchecken. Wir haben sie in der Infobox verlinkt und gerne einen Daumen hoch da lassen, einen Kommentar schreiben, vielleicht auch, was euch sonst noch interessiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.